Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind aktuell hier und laufen tatsächlich gerade die Punkte ab. Dementsprechend, ja, schauen wir mal, wie weit wir diesmal kommen. Ich hoffe, wir kommen mal ein bisschen weiter als die letzten Male. Aber es ist ja auch so, nicht so, als würde nichts passieren, sondern wir sind dann doch schon Ich sollte keine Aufmerksamkeit erregen. ach ja, das war ja das Ding. Ja, wir haben dann doch schon ein bisschen. Wieso ist es 700 Meter von einem entfernt und dann ist es. Macht ja gar keinen Sinn. Ist das doch einer von den Punkten gerade oder was? Ah, gut. 290 Meter. Da, 45 Meter. Gerade eben stand doch. Oder bin ich jetzt ganz dämlich? Ja, okay. Kann ich hier irgendwie so hochklettern? Ja, kann ich. Sehr gut. Ich will ja auch eigentlich nur. Ist hier jemand? Ja. Da ist jemand drin. Ich dachte, ich kann nicht anfangen. Na toll. Das war eigentlich nicht so der Plan. Du darfst gerne einfach nur runter. Danke. Also manchmal. Kannst du einfach mal runter die Treppe, scheiß Treppe runtergehen? Alter, du wirst dich richtig mit mir anlegen, ne? Danke. Nee, du sollst runter. Sollte das eigentlich. Eigentlich. So, mehr wollte ich gar nicht. Danke! So, würde ich gerne weiter da euer. So, dann gehen wir jetzt dahin. Ich wette mit euch, wenn man die Hauptstory weiter macht, dann komme ich da sogar noch hin wahrscheinlich. Aber naja. Hallo Wölfchen. Wir sind liebevoll. Wir greifen euch noch ein bisschen an. Wow. Ich will mich gar nicht angreifen. Oh, so nett, ey. Warum auch immer die sich nicht gewehrt haben. Jetzt habe ich sogar ein schlechtes Gewissen. Wer heult denn noch hier? Inzwischen immer, ja, ist doch eigentlich schon echt gut.
Ah, ne, so gute Materialien habe ich denn doch nicht. Ich dachte. Leichte Pfeile, Raubtierpfeile. Kann ich irgendwie entscheiden bei den, hier, welche Pfeile ich nutzen möchte? Weil irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe halt nur die 6 Pfeile. So, Moment, wir wollen ja hier hin. Hier sollte ich vorsichtig sein. Kann ich hier raufklettern? Hey, Mumm! So rein kommst du nicht davon! Das hab ich gar nicht gesehen. War nicht der Schuss, ne? Nee, das ist tatsächlich nicht davon hier fern. Meuchelmörder. Ja, da ist ja nicht schlimm, wenn man den umbringt. Zwei gleichzeitig, Leute. Das muss man das auch immer schaffen. Sehen gerade irgendwie nicht. Hey, du Meuchelmörder. Hast du Angst oder was? Zehn Meter. Oh. Wo? Ob ich auf irgendein Haus hochklettern kann. Mal gucken, was da. Ah ja. Oh, ein Kriegshammer, wie geil. Ein Kriegshammer. Gucken mal, ein Kriegshammer. 74, 50 Angriff, 66, was heißt immer noch? Das ist besser als die Kette hier. 76, ja, das ist auch schon, trotzdem geil, ne? Also der Hammer sieht schon geil aus, aber 50, 51, 74. 66, der ist halt besser, der ist nur ein bisschen schneller. Betäubung, gut, die Betäubung ist halt kräftiger, ne? Aber das war es dann auch schon. Ja. Ja, wir behalten unsere kleine Mini-Axt. So, dann sind wir doch da dran vorbeigegangen. Ah,
Ja, muss da dran vorbei. Okay. Dann laufen wir jetzt da rein. Ich will mal gucken, weil hier soll ja irgendwas sein. Boah. Oh, hier. Oh, wir haben das voll. Jetzt müsstest du doch theoretisch blau sein, oder was? Naja. Keine Ahnung. Wir gehen zum Punkt. Also, das Ding, Community-Foto bringt uns nicht sehr viel. So, wir wollen hier hin, ne? Also muss ich doch da lang. Okay. Ist ja schon im Balken. Ich nerv das gerade mit den Fallen irgendwie. Raum benutzen, Langschiff rufen, meditieren, loslassen, verwerten, Reiter rufen. Ne, ich wollte dich gar nicht. Na ja, gut. Schneller. Ist hier irgendwie eine Höhle in der Nähe? Wo kommen wir denn auch? Verdammt, ich muss auf die andere Seite. Hä? Kannst du mal bitte runter? Das ist wieder so ein Buch, ne? Okay. Fernkampffähigkeiten. Wir haben noch keine Fernkampffähigkeiten. Das ist ein bisschen blöd. Was ist das? Wurfaxt. Schleudert Wurfechse. Den Tod
Tobsuchtsanfall, schmetterst du deinen Gegner zu Boden, wo sie die Schläge hilflos ausgeliefert sind. Drücke abwechselnd L1, R1, um nicht ein Gleichgewicht zu verlieren. Aber schon. Kann ja nur interessant werden, ne? Das war der, dann machen wir jetzt den hier. Heute kommen wir gut voran, würde ich jetzt mal sagen. Aber jetzt, wo ich es gesagt habe, jetzt wieder... Ne, da hoch. Okay, jetzt müssen wir wieder die Leiter hoch. Das mit den Leiterklettern, das ist noch nicht so drin. Okay, nee, das sollte nicht so sein. Hier sind einige... Höhlen anscheinend. Aber wenn jetzt erstmal hier... Hier darf mich niemand sehen. Das funktioniert sowieso nicht mit dem hier, darf mich niemand sehen. Wo willst du eigentlich ganz hin? Aber ist okay. Komm, Schnucki, komm runter jetzt. Ah, eine neue Fähigkeit. Oh, ha, 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 ha. Leute, es läuft schon richtig, du. So richtig. Oh ja, endlich. Was haben wir hier? Was haben wir denn hier? Schlummerdorn, ein Pfeil der Menschen.
Sehen wurde, lässt das Ziel fast sofort einschalten. Ist auch nice. Den machen wir dann. Ich muss später entscheiden, welche ich denn letztendlich, wenn man sieht, wie viele Fähigkeiten man haben kann. Aber die Wurfaxt finde ich super. Kann nur besser werden. Alter, du willst mich echt verkohlen hier, ne? Geh doch einfach da hin. Wir haben ja so viele Höhlen gerade. Ich würde die gerne auch einmal noch durchsuchen. Hey! Jo. Alf! Du da! Jo. Hi! Der eine hier. 15, 38 Meter in der Richtung. Da, da. Augenblick mal. Hi! Ah. Ach, dass man hier heimlich rein kann. Ah, I get it. Okay, dann haben wir hier noch einen mit 60 Meter und einen mit 43 Meter. Das ist wahrscheinlich auch so ein Außenring. Ja, da. 32 Meter. Ja. Das sind keine Höhlen, das sind geheime Eingänge, kann das sein? Ja, das sind geheime Eingänge, okay, okay. Wie man hier halt heimlich reinkommen kann, okay, okay, got it. Okay. Oh, hier ist aber noch ein Punkt. Oh, hier sind auch überall wieder so kleine Punkte noch, ne? Ich war doch gerade erst da. Das ist voll mies. Und hier war ich doch auch gerade erst. Also man kann... Ich glaube, da kommen immer wieder welche. Kann das sein? Aber gerade eben waren die kleinen Punkte nicht da. Ne, da war ich doch... Da war ich doch auch schon. Und da wurden die mir nicht angezeigt. Und dann hätte ich die ja gleich mitgenommen. Ich habe das Gefühl, man kommt nie irgendwie weiter. Dann gucken wir mal nach den kleinen... Jetzt lasse ich die kleinen Punkte kleine Punkte sein. Wir gucken jetzt einmal bei dem nochmal nach. Was ist das? Turmverteilung, Kellertür verschlossen halten. Okay. Ja, das muss ich unten sein. Das ist der Punkt. Direkt hinter mir. Da. Gänge verschlingen, an Gedanken anziehen, Weisheiten ins Land gehörten.
hat auch irgendwann Schmutz. Hier komme ich irgendwie nicht rein. Ist direkt unter mir. Wie soll ich denn da hinkommen? Ich glaube, ich lasse die kleinen Punkte, lasse ich kleine Punkte sein. Die hole ich mir höchstens dann, wenn auf Kamera, so dass es euch nicht. Weil das ist ja dann total wirklich. Wenn die jetzt immer wieder auftauchen, egal was du machst, dann kommst du ja nicht fertig. Und das sind wahrscheinlich nur so kleine kleine Schätze, nehme ich mal an, einfach nur. So, hier sind ja noch nicht mal irgendwie. Dann lassen wir den jetzt. Dann gehen wir jetzt zu dem nächsten weißen Punkt hier. Triggert mich das schon mit dem Kleinen? Nur Kleinen? Kann man den da oben auch noch mal kurz niedermelzen? Die Frage ist, wie man da runterkommt. Ups. Weil hier kommen wir irgendwo runter. So, deswegen dachte ich ja, dass man hier hinkommt, aber da ist halt eine Mauer. Entschuldigt. Oh Gott. Da kam denn dieser. Mich triggert das gerade ein bisschen. Wenn du durch eine Explosion zum Einschützen bringen, wenn du den Ölkrug. Welchen Ölkrug? Ah, da oben irgendwo ein Ölkrug. Habe ich da was übersehen? Gucken wir mal kurz. Oh. Das sind ja normale Lampen, die werden ja nicht so explodieren, oder? Nee. Und den da? Nicht hier irgendwie, das war ja jetzt ein. Weil ich den
irgendwie tragen können. Mal gucken, ob wir noch mal irgendwo so ein Ölding finden. Ich bin gerade ein bisschen am Kugeln. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Hier irgendwo noch ein Ölkrug oder habe ich das jetzt einfach kaputt zerstört, weil... hier keine Ölkrüge mehr. Das finde ich ein bisschen Banane. Ja, vielleicht spawnen die ja irgendwann mal nochmal. Da muss man halt nochmal herkommen, aber stört tut mich das schon ein bisschen. Das ist wirklich nur diesen einen Ölkrug. Da ist ja schon frech, ne? Ups. Na gut. Hier drin erstarre ich zu Eis. Boah, deswegen schwimmst du ja schon rüber. Gib Acht, sonst holt dich der Fluch. Hier schwelt dunkler Seder. Ein Unheil vergiftet dieses Land! Warnung an Zauberer. Wisset, dass in diesem Lande Seidre einzige eine Sache der Seherin und andere weiser Frau zu sein hat. Sollte jemand männliches Geschlechts, sei er Mann oder Knabe, sich schuldig erweisen, dieses unmännliche Werk auszuführen, wird er sich mindestens so verbannen, wie er tut. Was ist das für eine Gefahr, vor der du warnst? Irgendein Wesen, das du jagst? Meine Beute ist das schlimmste Tier von allen. Es vollbringt heimtückische Taten, zu denen kein gewöhnliches Tier fähig wäre. Also jagst du einen Menschen? Einen Zauberer. Einen, der sich einst Mensch nannte, aber der seinen Huger und sein ganzes Wesen mit dunklem Seder verdorben hat. Das klingt mir sehr nach einer persönlichen Feder. Diese boshafte Spinne, die in dieser Hütte hockt, hat meine Schwester vergiftet. Allein dafür verdient er den Tod. Aber für dich ist vielleicht das Kopfgeld überzeugender, das König Harald auf alle Zauberer ausgesetzt hat. Geld kann überzeugen, wo Leidenschaft fehlt. Ich werde es gegen den Aufwand abwägen. Die Hütte des Zauberers findest du entlang dieses Weges auf der linken Seite. Sei vorsichtig. Bringt er mich da hin oder geht er nur woanders hin? Wir folgen ihn. Ach so. Thank you.
Achso, das ist ja nur die Dings, ne? Diesen Weg ist. Welchen Weg? Den diesen Weg oder diesen Weg? Ist das ja hier im Weg, ne? Wirst du dich mir endlich stellen? Oder willst du mich weiter aus der Ferne anschreien? Bist du der Zauberer, der dieses Land verflucht haben soll? Auf diesem Land lag schon ein Fluch, lange bevor ich herkam. Der Fluch der Rückständigkeit, der ganz Midgard verseucht. Also setzt du keinen Seder gegen dieses Land und seine Leute ein? Ich setze mein Wissen ein, um anderen zu helfen. Ich bin nur eine Bedrohung für die, die Unbekanntes fürchten. Davon gibt es viele. Da ist ein Jäger, der sagt, du hättest seine Schwester vergiftet. Ich wollte sie retten. Ich hatte einen Trank, der ihre Krankheit gelindert hätte. Doch er hat sie lieber in Schweineblut gebadet. Wenn wer die Schuld trägt, dann er und seine rückständige Familie. Er hat seine Schwester getötet. Hör nicht auf ihn! Er wird deine Gedanken vergiften! Du hast nicht mal Gedanken zu vergiften! Stirb, ja. Monster! Zu Heel mit dir! Ja. Könnte ich auch den Zauberer greifen? Ja. Bin kritisch denn jetzt beide oder was? Eines Tages wird dieses Land frei von solchen Unholden sein. Ich flog zuerst zu, also gehört die Beute mir. Nichts mach da. Mit seiner Leiche, was du willst. Also ich konnte entscheiden, wen ich umbringe, ja? Dann hätte ich doch lieber den Jäger umbringen sollen, aber bei dieser Gesellschaft war das, glaube ich, schon die richtige Entscheidung. Noch hier. Sadik, manchmal verzweifle ich an der Fäulnis der Dummheit, welche dieses Land bedeckt. Ich sehne mich nach der wärmenden Gefilde, die meine Gedanken wie ein Feld durchpflügt. Die Saat ungeahnter Möglichkeiten pflanzen Gedanken, die hier schlecht Wurzel schlagen könnten. Doch ich sehe. Dann sehe ich eine alte Frau, meine liebe Mutter, so ähnlich und erinnere mich, was so jüngeres ich in jener fernen, dunklen Zeit für mich jemanden gegeben hätte, welche die Heilkräuter gibt, gibt so vieles. Jo. Jupp. Ich finde diese altdeutsche Sprache, ich finde die so anstrengend zu lesen, ehrlich gesagt. Ja, ich würde jetzt sagen, meine Lieben, tatsächlich, das war's für heute. Wir schauen mal morgen, wie weit wir da kommen. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hinterlasst doch ein Abo und ein Like da. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr es nicht schon getan habt. Und wir hören und stören uns. Bis dann.